So, herzlich willkommen zurück. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nein, nicht ganz. Ich habe ja über Offscreen habe ich ja die ganzen Updates installiert. Ganz schön rot hier alles. Machen wir ein bisschen weißer hier. So zum Beispiel. Ja, so, machst du schon mehr drin. Und ja, da ist mir aufgefallen, dass ich ein kleines Befehlchen vergessen habe bei unserer Kolonne, die ich da, ne, erwähnt habe. Dazu komme ich dann aber gleich. Ansonsten ist mir auch noch ja, schmerzlich bewusst geworden oder aufgefallen, dass natürlich gestern, während ich habe ja die Aufnahmen tagsüber gemacht. Also so mittags rum mit dem Rechner und in der gleichen Zeitebene, ja, kam natürlich Ubuntu 22.04 raus. Das heißt, wir hätten eigentlich, wenn ich mit den Aufnahmen ein bisschen gewartet hätte und es gemerkt hätte gestern schon, hätten wir eigentlich auf der Kiste gleich Ubuntu 22.04 installieren können. Jetzt ist da ja 20.04 drauf, was ja auch eine LTS-Version ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich denn das Ganze quasi einfach so lasse, ne? Weil ist ja eine LTS-Version, also die wird ja noch weitere 3 Jahre aktualisiert. Oder ob ich da jetzt einfach ein Distributions-Upgrade durchführe auf 22.04. Oder, weil es jetzt nicht mehr eh gerade quasi frisch installiert ist. Ob ich tatsächlich, ob wir es einfach nochmal installieren, so als Quick Run, wie installiere ich Ubuntu? So, und da habe ich entschieden, dass wir das Ganze mal doch lieber als nochmal installieren machen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder mein kleines Stick, wo. Also diesen Ventoy-Stick, wo die ganzen Distributionen drauf gelagert sind. Da habe ich jetzt ein bisschen was runtergeschmissen. Die hat zum Beispiel die ganzen Windows-ISOs. Und habe jetzt Ubuntu 22 drauf geklatscht. Dann gehe ich mal auf den Rechner. Ungefähr so. Genau. Dann mache ich hier wieder Vollbildprojektion. Dich. So, dann sehe ich auch wieder, was der Rechner macht. So, der Rechner ist, wie man sieht, noch aus, klar. Dann stecke ich mal den Stick rein mit dem aktuellen Image, also mit der WLAN-Stick wieder raus. Ich könnte auch einfach die Main-Sticks hinten anschließen, aber warum? Na komm. So, Stick steckt drinne. Müsst ihr automatisch vom Stick starten, dann machen wir den Rechner einfach mal. Aha, da ist er schon. Oh, mein Bild ist natürlich schön weit. Da macht es mehr Sinn. So, der ist natürlich. Also, Maus und Tastatur brauche ich auch noch. Einmal so. Und einmal. So. Du kommst noch da, du kommst noch da. So, F1. Bam. So, wir haben jetzt hier die ganzen neuen Images. Da, Ubuntu 22.04. Und ich habe mir auch gleich die Ubuntu-Version draufgeklatscht. Wir können also auch Ubuntu nehmen, aber ich bleibe tatsächlich mal bei Kubuntu. Ha. So, das Ding sieht tatsächlich jetzt anders aus. Okay. Achso, try or install. Genau, wir wollen ausprobieren oder installieren. Eins von den beiden wird schon passen. Erstmal gucken, ob die Version überhaupt auf dem Rechner läuft. Kann ja auch sein, dass sich da irgendwas geändert hat, weswegen es nicht mehr läuft. Weiß man nicht. So, audiomäßig sollte alles passen. Ja, sieht gut aus. Ich habe Ausschlag. Also nicht, ne? Sondern hier Mikro. Versteht das schon. So, drücken wir mal Escape. Dann sehen wir hier diese schöne Information, was er gerade intern macht.
Diverse Systemdienste werden gestartet. Lalala. Okay. Okay, bisher. Kups ist normalerweise immer das Letzte. Kups ist dieser Drucker-Server. Common Unix Print Server. Kann das sein? Kups. Common Unix Print Server. Ja, irgendwie sowas. Genau. Wer findet die ganzen Abkürzungen immer? So, da haben wir schon die Maus. Sehr gut. Muss ich mal einschalten. So, da haben wir die Maus. Ah, oh, das kommt jetzt auch schneller als bei der letzten Version. Da haben wir ja, letztens haben wir da ewig gewartet, bis das Fenster hier kam. Nicey dicey. Wir machen Deutsch. Und wir machen. Ich will mal gucken, wie wir ihn ausprobieren. Ne, komm, wir machen direkt installieren. Komm. Ne, aber ich wollte gucken, ob man bei dem Ausprobieren denn ein Terminal öffnen könnte. Aber genau, wir machen Deutsch. Das Hintergrundbild hat sich auch hart geändert. Das ist ja jetzt richtig kunterbunt hier. Holy moly. Was denn da los? Normalinstallation, zusätzliche Software von Drittanbietern, die wir hier eigentlich bei dem Gerät eigentlich gar nicht brauchen, weil wir haben jetzt nichts Extravagantes. Von daher aber. Eben, Grafik und Wi-Fi-Hardware ist meistens so das Problem. Grafik halt, ne? Nvidia-Grafikkarten zum Beispiel. Oder halt bei Netzwerkkarten irgendwelche super speziellen High-Speed-Netzwerk-Chips, die dann auch proprietäre Treiber brauchen. So, wir wollen manuell, wir machen, wir schreiben einfach mal die ganzen von Partition. So, die Partitionen sind eigentlich alle schon da. Ne? Oh, ein bisschen größer hier. Also das Eventoid-Stick, genau, brauchen wir nicht. Wir brauchen das hier. Witzig, dass er die ganzen Eventoid-Sachen noch alle anzeigt hier. Naja. So, wir wollen das hier ändern. Partition als ext4 nach root. Und hier wollen wir, achso, hier unten ändern. Partition ext4 nach Home, genau. So. Da sie jetzt schon vorhanden sind, müssen wir auch manuell sagen, dass die formatiert werden sollen. Sonst würde ja die alten Partitionen quasi, was ein, ja, vielleicht ein ganz cooles Feature ist. Sonst würde er die alten Partitionen weiterverwenden und einfach die neuen Daten nur dazu installieren. Dadurch, dass aber schon ein System drauf ist, könnte das natürlich zu Problemen führen. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Home-Partition schon irgendwelche Daten hätte, die da drauf sind, dann wäre das zum Beispiel eine coole Option, dass zum Beispiel die alten Videos und so vorhanden bleiben. Aber auch da würde wieder gelten, wenn dann da irgendwelche Einstellungsdaten sind von irgendwelchen alten Programmen, die denn mit den neuen Versionen der Programme nicht mehr so kompatibel sind, was auch immer das Problem bei dem System-Upgrade ist, dann würde man sich da auch die Probleme mitschleppen. Von daher, wir haben sowieso noch nichts drauf, von daher sowieso neu formatieren, macht einfach meine meisten Sachen Sinn. So, SDA ist Root und SDB ist Home. Beides ist ext4 und alles andere ist, ja, normal. Let's go. No EFI system partition was found. The system will likely not be able to boot successfully and the installation process may fail. Please go back and add a system or continue at your own risk. Das ist wichtig, wenn du halt ein UEFI-System hast. Haben wir hier aber nicht. Wir haben ja ein klassisches BIOS. Von daher können wir hier einfach sagen, weiter. Wir sind uns der bewusst, dass das so sein soll. So, die folgenden Partitionen werden formatiert. Genau. So, machen wir Deutsch. Ich weiß nicht gar nicht mehr, was hatten wir hier? Wir hatten, ach genau, wir hatten ja hier Hatsune Miku, Ubuntu,
2007 0831, 2007 0831. So, da klatscht schon das Ubuntu wieder weg und automatisch anmelden. So, Alter. Okay, dann ist Ubuntu auch schon am Installieren. So, bei SDB, bei 33% hat er letztens auch schon so lange gedauert, so lange gebraucht. Naja, gucken wir mal, wie lange er diesmal da braucht. Warum ist das Ding eigentlich im Vollbild? Wait a minute. Wait a minute. Achso, man kann es auch minimieren. Guck mal. Aha. Oh, guck mal, jetzt ist auch hier etwas schneller. Jetzt ist er hier auch schon am Kopieren. Das ist ja praktisch. So, dann machen wir mal mit die Kamerabilder wieder nach da oben. Und das Bild kann man das hier. Kann man das hier eine Größe? Ja. Ja. Noch ein Pixel hoch, komm. Ein Pixel. Oh mein Gott. Ja, diese Maus hier, wenn man da lange gedrückt hält, dann ja, ist halt eine Funkmaus und die verliert dann teilweise den Klick. Und, ne, dann lässt sie halt aus Sicht des Rechners, lässt man kurz los und drückt dann wieder, was aus Sicht des Rechners halt ein Doppelklick ist, und dann maximiert er das Fenster halt. Das ist bei der Maus, deswegen nutze ich diese ungern. Aber hier für Testrechner wird es ausreichen. So, jetzt haben wir die Kamera oben. Die verdeckt nichts vom Installationsding, so ein Bumster. Und wir sehen hier trotzdem alles relativ groß. Leider kann ich hier noch, auch nicht die Auflösung ändern. Da will ich einfach die Auflösung runterstellen, damit es insgesamt größer ist. Ja. Kopierer Dateien fast abgeschlossen. Das ist doch schon mal was Schönes. Was sehr, sehr Feines. So. Ja, dann können wir uns mal langsam überlegen, was wir denn für Programme installieren wollen. Das Schöne ist, das System Upgrade können wir jetzt tatsächlich auch jetzt gleich hinterher machen. Ne, meine Befehlsfolge, die ich da vorgestellt habe. Diesmal aber die komplette. Wie gesagt, da werde ich dann nochmal drauf eingehen. Weil dadurch, dass Ubuntu 22.04 natürlich top aktuell ist, kam er gestern erst raus, dürfte da nicht so viel sein, dass es jetzt hier, weiß nicht, 3 Stunden dauert oder so. Ja? Also. Das sollten wir in der Folge abgefrühstückt bekommen. Ja, dann bringen wir also in der Folge jetzt KUbuntu, also den Rechner mit KUbuntu auf wieder einen lauffähigen Zustand, machen das System aktuell und dann gucken wir mal in der nächsten Folge Programme installieren und dann vielleicht noch ein, zwei Folgen, wo wir dann gucken, bisschen Spiele hier drauf spielen, Mindtest ein bisschen gucken. Ne, ein bisschen Mytest spielen, ein bisschen vielleicht GZ Doom spielen oder sowas. Mal gucken, was sich anbietet. Wobei GZ Doom, ja doch, wir könnten die Shareware-Version von Doom könnten wir hier spielen. Weil ich will ihm hier natürlich nicht meine Original-Doom-Version. Zum einen illegal und zum anderen scheißegal. Ja, genau. Deswegen. Ist jetzt schon fertig? Unten ist gar kein Balken mehr. Hallo? 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 Man muss hier nur aufklicken. Spaß. Jetzt macht da die Einrichtung. Sehr schön. Ah. Ich muss noch mal gucken. Knoppix 9.3 kommt ja oder kam jetzt auch irgendwie vor kurzem raus auf dem Linux-Magazin. Allerdings habe ich jetzt bei Linux-Magazin selber noch nichts davon gefunden. Laut Klaus Knopper soll das aber in der Mai-Ausgabe raus, also voraussichtlich natürlich, ne? Also. Vielleicht haben die es auch nicht geschafft. Vielleicht kommen Knoppix 9.3 erst in der Juni-Ausgabe.
Aber ich meine, wir haben ja jetzt schon. Ja. Ich verstehe sowieso nicht diese ganzen Nummern. Ich meine, wir haben jetzt April. Der 22. April ist heute. Und die haben jetzt schon die, weiß nicht, ob es die Mai-Ausgabe ist, aber die Version 5.22 rausgebracht vom Linux-Magazin. Und 5 ist ja eigentlich der fünfte Monat, also der Mai. Aber wir haben den vierten Monat. Warum gibt es jetzt schon das Heft 5? Irgendwie scheinen die da mit der Nummerierung von den Heften irgendwie immer in die Zukunft zu schauen. Kann also sein, dass mit der Mai-Ausgabe tatsächlich die Ausgabe gemeint ist, die im Mai kommt. Also die 6. Ja, naja, mal gucken. Ich meine, so sehr hinterher bin ich bei Knoppix jetzt eh nicht mehr, weil ich es praktisch kaum noch nutze. Und also als Produktivsystem und als Rettungssystem ist es nicht ganz so schlimm, wenn es aktuell ist, wenn es nicht aktuell ist. Weil ich nutze das ja eh nur, um mal schnell einen Rechner zu starten, da irgendwas zu machen und dann, ne, das war's denn. Aber schön wäre es trotzdem, da mal wieder eine aktuelle Version zu haben. Weil die jetzt aktuelle Version, die 9.2, die ja letztes Jahr bei der FDVD rauskam, die hatte das Problem, dass sie noch so alt ist, dass sie mit aktuellen Grafikkarten von Radeon noch gar nicht klarkommt. Na, also ich meine jetzt RDNA 2, was ich jetzt in meinem Hauptrechner habe, das kam erst viel später. Das heißt, die Grafiktreiber hatte die noch gar nicht. Da startet Knoppix mit einem Framebuffer-Device. Aber selbst die alten Radeon, die alten Vega-Chips, also von der Zen 2 und der Zen, ja, weiß nicht, bei der Zen 1-Architektur hatte ich noch nie. Ich habe ja erst mit der Zen 2-Architektur begonnen bei Ryzen. Und Zen 2, die integrierte Grafikeinheit von Zen 2 ist ja noch Vega. Bei Zen 3 ja auch. Und damit kommt Knoppix aber auch noch nicht so klar. Also, der kann zwar die Grafiktreiber laden und alles, kein Problem. Ich habe da sogar 3D, aber ich habe da halt extreme Grafikglitches bei Compiz. Also diesen Composite-Manager Compiz. Der spackt da total rum, weswegen ich den immer deaktivieren muss. Alles andere 3D klappt, ne? Also Spiele in 3D, Mindtest und alles funktioniert wunderbar. Also das funktioniert, aber wie gesagt, Compiz macht da irgendwie Macken. Und bei RDNA 2 Grafikkarten, so wie jetzt meine neue Grafikkarte, meinem Hauptrechner, da macht Knoppix gar kein 3D. Da, wie gesagt, gibt es ein Framebuffer-Device und das war's denn. Das heißt, so wie jetzt hier mit meinem Rechner, wenn ich jetzt irgendwelche, ich meine, ich persönlich nutze ja Knoppix zum Beispiel dafür, wenn ich von meinem Hauptrechner, von der Systempartition, das Image anlege, als Backup, ne? Da ich mache ja als Backups immer Voll-Images und das geht natürlich nicht, wenn das System gerade läuft. Also fahre ich das Rechner mal runter. Ja, einmal alle 2 Monate muss ich meinen Rechner auch mal runterfahren. Dann fahre ich meinen Rechner mal runter, starte Ding mit Knoppix. Und das ist halt seitdem ich eine neue Grafikkarte habe, echt schmerzhaft. Weil ne, Framebuffer-Device unterstützt natürlich auch kein Multiscreen. Das heißt, ich habe dann ein Display ist an. Das ist der hier, der rechte, der linke. Ja, und die beiden hier, die sind halt komplett aus, die anderen beiden. Und mein Fernseher ist natürlich auch aus. Also die sind an, zeigen aber bloß ein schwarzes Bild. Ja. Oder waren sie aus? Keine Ahnung, ist schon so lange her. Entweder waren sie aus oder sie waren an und haben nur ein schwarzes Bild gezeigt. Ja. Nee, doch, doch, die waren richtig aus, genau. Eben, mein Fernseher hat ja auch immer angezeigt mit No Signal. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich, dass bei der neuen Version Knoppix 9.3 dann endlich auch die RDNA2-Grafiktreiber drin sind. Und vor allen Dingen halt Compiz auch aktualisiert wurde, dass das da denn endlich mal wieder Schnieke läuft. Ah. Aber gut, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, ne? Also werde ich sehen. Eher nicht so. So. Siehst du, hätte ich gleich mal gucken können. Ich habe schon wieder nicht geguckt, wann ich die eigentliche Installation gestartet habe. Ah. Okay, also die Installation geht bis Minute 20. Dann gucke ich mal ganz kurz, bei welcher Minute sie begonnen hat.
Habe ich hier keine Ordner auf? Alter, was ist denn hier los? Wo ist denn mein schöner Ordner? So. Folgeprojektion, kommt noch da. Ne, wir wollen ja hier schön vergleichen können. Workstation, OBS, die aktuelle Datei. Wir haben mit der Installation angefangen. Ja, bei Minute 5 ungefähr. Das heißt, die Installation hat auch wieder eine Viertelstunde gedauert. Das geht ja. Ist also tatsächlich gleich geblieben. Gut. So. Um es jetzt gleich zu sagen, wegen. Genau, Stick entfernen. Das geht jetzt auch schneller, ne? Also so die ganzen Sachen, die jetzt so außerhalb der Installation sind, also das Aufpoppen des Fensters mit ausprobieren und installieren. Und auch das Ding jetzt, das hat jetzt wesentlich schneller funktioniert. Die Sonne ist schon wieder hier, ganz schön. Sehr gut. So, wenn das Stick wieder weg, dann packen wir den Internet, den WLAN-Stick rein, mein super moderner. Das ist da ist so viel Sonne. Hier mein D-Link. Das Ding ist 8 Wochen uralt. Aber. Ja. Obwohl. Weiß ich nicht, ob ich die seriellen Nummern zeigen kann. Obwohl das Ding schon so Asbach und uralt veraltet, damit könnte er eh nichts mehr anfangen. Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das Ding halt uralt. Hat, glaube ich, auch nur den bisschen Standard unterstützen, das Ding. Ja, gar nichts. Aber dafür, ne? Große und breite Unterstützung unter Ubuntu. Also unter Linux allgemein. Der Stick funktioniert echt mit jeder Linux-Distribution in jeder Gefühlslage quasi. Und deswegen nutze ich den auch bis heute. Ne? Weil bei dem weiß ich, das klappt. So, remove und press Enter. Hätte ich bei der falschen Tastatur gepresst. Ja. So, Dell. Die gute alte bekannte F1. Ach, Mann. So, mal gucken wir mal, wie das Ding durchstartet. So, muss ich jetzt meine Kameras wieder runterbringen, ne? Weil jetzt brauchen wir die Kameras eher unten. Tada. Tja, dann bin ich mal gespannt, wie das neue Ubuntu aussieht. Weil mein Rechner werde ich erst nächste Woche upgraden. Weil ich meine, jetzt ist sowieso schon, morgen wäre Wochenende, nächste Woche bin ich wieder arbeiten. Von daher wäre mir das zeitlich zu problematisch. Deswegen mache ich dann nächste Woche während der Woche schön Update. Backup meine ich doch. Und wenn die Backups alle durch sind, dann mache ich dann zum Wochenende hin, also Freitag, dann wahrscheinlich das Upgrade. Damit ich dann das Wochenende Zeit habe, um eventuell auftretende Probleme zu beheben. Oder wenn gar nichts läuft, das Backup wieder einzuspielen. Was ich natürlich nicht hoffe. Ja. Aber man muss ja immer mit dem Besten auf das Beste hoffen und mit dem Schlimmsten rechnen. Deswegen mache ich das Upgrade erst nach dem Backup. Ne? Aber ich habe ja jetzt den Testrechner hier. Neue Animation. Ist ja süß. Ich habe ja jetzt den Bastel. Was habe ich? Also den Rechner, den wir jetzt gerade zusammengebaut haben, kann ich ja jetzt mal gucken, wie sich so 2204 anfühlt. Machen wir die Kamera so ein bisschen hoch, damit wir die Taskleiste sehen. Oh, guck mal, das ist sogar dieses Plasma-Logo noch. Ich packe euch mal. Ja, wo packe ich euch denn eigentlich hin? So viel Input. Ich mache einfach mal oben dahin. So, irgendwie. Ah, oh, ist gut. So ist sehr gut. So. Und da haben wir auch schon KDE Plasma. Yay! So, als allererstes WLAN. Ja, und das ist hier immer ein bisschen blöd. Wobei, siehst du, können wir gleich mal gucken. Wenn ich mich jetzt hier verbinde. Ja, das Ding finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Ich will das Ding nämlich gar nicht verschlüsselt haben. Einfach abbrechen.
Und dann müssen wir es jetzt nochmal eingeben, warum auch immer. Ja. Bom. Abbrechen. Und jetzt sind sie verbunden. Ich kann es dann auch versuchen, ein bisschen offscreen, wenn man hier auf Einrichten geht. Dann fragt es auch noch ein paar Mal ab. Machen wir abbrechen. So, und jetzt können wir nämlich hier sagen, dass er das Ganze bitte. Die Schrift ist aber ganz schön groß. Also wirklich Full HD-freundlich ist es nicht. Bei Sicherheit können wir nämlich jetzt sagen, hier bitte unverschlüsselt speichern. Ja. So. Und dann können wir hier das Passwort eingeben. Okay, man sieht es nicht. Sehr schön. Ja. Anwenden. Wie auf Nein. Warum auch immer. Und jetzt ist das Passwort gespeichert. Ah, das heißt, wenn ich jetzt das Ding öffne, Einstellung einrichten, Sicherheit, bumm, ist es dann hinterlegt. Und außer ich habe mich jetzt hier vertippt, weiß ich nicht. Und nachgucken werde ich jetzt garantiert auch nicht. Ne? Ja, jetzt kann er sich quasi immer mit dem WLAN verbinden, egal ob ich das WLAN, ob ich das Masterpasswort eingebe oder nicht, weil das Ding halt unverschlüsselt hier gespeichert ist. Ist halt ganz praktisch. Ja. So, in unserem Fall brauchen wir jetzt erstmal die Konsole. Okay, das Startmenü sieht schon mal anders aus. Sieht ein bisschen. Haben die hier dieses Dark Team aktiviert? Bin ich ja Kindfreund von. Nee, das Fenster hier ist hell. Hier ist gar nichts ausgewählt. Machen wir mal hell und anwenden. Na, ein bisschen was hat sich geändert, aber so groß nichts, ne? Nee, das hier ist immer noch dunkel. Kann man hier irgendwie. Ach, hier kann man einrichten. Bam. So. Anwendung, Energiesitzung, bla bla bla. Aber Design kann man hier nicht ändern. Schade. Na gut. Dann ist das Startmenü halt so dunkel. Ich meine, es ist jetzt bei normaler KDE. Bei meinem KDE ist es ja, glaube ich, genauso. Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja, genau. Hier ist es auch dunkel. Aber mein KDE ist wenigstens so Alpha-Effekt. Hat das Ding hier auch Alpha-Effekt? Wait a second. Na, ich sehe gerade keinen. Kann aber sein, weil das hier alles gleichmäßig blau ist. Ich öffne mal einen Ordner. Bumm. Schiebe die mal hier so hinter. Bumm. Und jetzt sehen wir ja, ob hier Alpha ist. Nee, ich kann zumindest keinen erkennen. Kann aber sein, dass das durch die Capture-Karte wieder wegrationalisiert wird. Wie gesagt. Man erkennt ja auch so Button und so, erkennt man hier kaum noch. Ne? Die Capture-Karte scheint da ja irgendwie ein bisschen, naja, komisch zu sein. So, was wir jetzt wollen, ist als allererstes öffnen wir The Domino. So, und jetzt machen wir mal nochmal die Befehlszeile, die ich letztens, also in der letzten Folge erwähnt habe, aber in richtig. So, also, sudo apt. Update, um die neuen Paketquellen einzulesen. Sudo apt-f install, um beschädigte Pakete zu reparieren. Sudo apt, was? Genau. Upgrade, um denn neue Pakete zu installieren. Richtig geschrieben? Upgrade, ja. Sudo apt-dist upgrade, was? Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Also der Unterschied ist wohl, dass bei Upgrade werden wohl nur Pakete installiert, die man installieren kann, ohne Sachen entfernen zu müssen. Also angenommen, ich installiere, ich habe jetzt ein Paket, ich sage jetzt mal VLC Media Player als Beispiel. Ja? Ich habe VLC Media Player, sagen wir mal Version 3, und das braucht irgendeine Library Version 3. So, und jetzt mache ich ein Upgrade, installiere damit VLC Media Player 4. Der braucht eine Library Version 4. Diese ist aber mit der Version 3 inkompatibel und müsste deswegen die Version 3 entfernen. Das möchte dann apt in dem Moment nicht. Und Dist Upgrade macht genau das. Dist Upgrade erlaubt auch Installation von Paketen, wo andere Pakete dafür entfernt werden müssen, weil die halt inkompatibel sind.
Das ist halt wohl der Unterschied zwischen Upgrade und Dist-Upgrade. Aber wie gesagt, auch da habe ich wieder verschiedene Quellen gefunden, die alle was Unterschiedliches gesagt haben. Deswegen, also ganz sicher bin ich mir da auch immer noch nicht. So, Dist-Upgrade, das ist auch soweit wie bisher besprochen. Dann kommt jetzt das sudo apt-auto-remove. Das ist auch, ne? Wie bereits angesprochen. Und jetzt kommt aber ein Schritt, den ich letztens vergessen, also gestern vergessen habe. Und zwar folgendes. Bei Dist-Upgrade und bei apt-upgrade und apt-dist-upgrade werden natürlich die Pakete, um sie zu installieren, erstmal runtergeladen. Und die landen bei apt in einem sogenannten Cache. Also das ist einfach ein Ordner, der heißt Cache. Und da werden die ganzen Pakete reingeschoben. Und normalerweise werden sie irgendwann wohl auch automatisch gelöscht bei Ubuntu oder irgendwie so oder auch nicht, keine Ahnung. Unter Debian standardmäßig werden sie nicht gelöscht. Das heißt, der Ordner füllt sich nach einer gewissen Zeit. Und deswegen kann man sudo apt clean verwenden, um genau diesen Cache zu leeren. Und das habe ich letztens noch vergessen. Ist also kein kritischer Punkt, wodurch irgendwas nicht funktioniert hätte. Aber damit wäre halt das System halt ganz normal irgendwann aufgebläht. Ist jetzt auch nicht so viel. Also ich meine, ich habe damals unter Knoppix zum Beispiel, habe ich nie dieses Clean benutzt. Und da wurde der Ordner irgendwann 5 GB groß. Aber 5 GB bei einer 1 TB-Platte ist halt nix. Also ja, ist jetzt nicht die Welt. So, und dann kommt halt dieses sudo snap refresh. So, dann haben wir alle Sachen. Das müssten jetzt genau 7 Stück sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Bumm. Dann machen wir hier Passwort. Haben wir eins? Ja, haben wir. 2007 0831. Habe ich gerade ein bisschen gewundert, was habe ich hier für ein Passwort eingegeben. Aber das ist ja unser super geheimes Passwort, wo keiner weiß, wofür es steht. Gut, also machen wir ein bisschen kleiner, damit die ganze Schrift hier reinpasst. So, ja, siehst du, muss nichts installiert werden. Ist alles noch top aktuell. Sehr schön. Dann hat das ja auch relativ schnell funktioniert. Jütchen, das ging mal ratzfatz. So, okay, Snap muss erst installiert werden. Ja. Snap brauchen wir später zum Beispiel für. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, Snap müsste doch schon drauf sein. Weil ab Ubuntu 22.04 ist doch Firefox per Snap installiert, oder nicht? Hieß es nicht, Firefox ist jetzt nur noch per Snap vorhanden? Ich öffne mal Firefox. Kann nicht schaden. Firefox? Firefox? Tja, kann es nicht sein, dass Firefox jetzt sich wirklich noch nicht öffnet, weil ich hier gerade Snap aktualisiere und er doch auf Snap arbeitet. Das heißt, dann ist Snap wahrscheinlich schon installiert und er macht doch gerade wirklich ein Update. Das kann natürlich sein, ne? Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie man bei Snap nochmal die Pakete auflisten kann, die installiert sind. Ah, wie ist das, öffnet sich auf Firefox? Also läuft Firefox doch über Snap. Ja, okay. Das macht Sinn. So. Nur mal ganz kurz hier einfach mal erraten. Snap, gibt es hier List? Ja, gibt es. Ja, hier ist Firefox mit bei. Da. Okay. Jutchen. Dann haben wir nur ein paar Pakete von Canonical und das eine von Mozilla. Ansonsten ist hier keine Bloatware drauf bei Snap. Ja. Okay. Gut. Das heißt, Ubuntu läuft. Und alle sind glücklich. Sehr geil. Jutchen, dann soll es mit der Folge auch erstmal gewesen sein. Die war sehr kurz, aber Ubuntu installieren dauert halt nicht lange. Ne? Ist ja auch kein Windows. Und das, wie gesagt, obwohl wir eine HDD haben. Und wir es über einen USB-Stick installiert haben, der an USB 2.0 hängt. Ja? Also nicht mal hier USB 3.0 Power oder sowas, sondern wirklich alles uralt. Naja, ist, also,
AMD Phenom X4 ist jetzt nicht, was man, wo man sagen kann, ist Asbach. Ja, uralt ist es schon, es ist von 2010 irgendwann. Aber es ist halt immer noch geile Hardware. Nur Windows ist halt nicht geil. Ne? Und dein Linux rockt das Ding halt immer noch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich hier bei OpenGL irgendwas geändert hat. OpenGL, EGL, GLX. Ah, okay. Wir nutzen natürlich GLX. Ne? So, was haben wir hier? So, wir haben genau die Grafikkarte. Ich kann ja nicht markieren. Okay, also die Grafikkarte wird erkannt. Version 3.3 haben wir jetzt. Davor hatten wir 3.1. Interessant. Und sonst haben wir aber, ne? VA haben wir, glaube ich, nicht. Die Grafik, obwohl doch, hat die Grafikkarte schon Hardwarebeschleunigung? Achso, VA-Info gibt es ja hier noch gar nicht. Muss ich erstmal installieren. Ja. Ich will es. Wollte es erst in der nächsten Folge machen, aber ganz ehrlich, ich will es wissen. Nein. So. Siehst du, so schnell kann man Pakete unter Linux installieren. Eine Befehlszeile, fertig. Nicht erst Browser öffnen, suchen, auf welcher Homepage ich das runterladen muss, dann auf der Homepage den Download-Button suchen, der meistens auf der dritten Seite ist, weil meistens du landest erstmal auf der News-Seite, da musst du dann zur Seite Downloads gehen, da musst du dann zu Windows Downloads gehen, meistens hast du es direkt vorgelegt und da musst du erstmal auf Downloads klicken, dann wird das Ding gedownloadet. Ne, das, was hier eigentlich die meiste Zeit jetzt gerade gedauert hat. So, dann musst du das Ding natürlich auch noch erstmal den Außen-Download-Ordner oder direkt aus dem Browser heraus, wenn es gedownloadet ist, starten. Dann hast du erstmal diesen Installationsassistenten von dem jeweiligen Programm, wo du dich auch nochmal durch 30 Seiten klicken darfst, ne? Benutzersachen, also hier Lizenz akzeptieren, dies und andere. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Und hier eine Befehlszeile eingegeben, bumm, ist es drauf. Fertig. Ist schon, ne? Für alle Windows-Freunde hier unter uns, ne? So. Genau, VA-Info. Was haben wir denn? Wir haben Hardware-Unterschleunigung. Also entweder Hardware-Beschleunigung oder Hardware-Unterstützung, aber nicht Hardware-Unterschleunigung. Das ist ein ganz falsches Statement hier. So, wir haben tatsächlich MPEG-2-Unterstützung, wir haben VC1, nicht zu verwechseln mit AV1. Das ist nicht dieser neue Codec, ja. Als der rauskam, gab es die Grafikkarte noch nicht. So, und wir haben H264. Ne? Also MPEG-2 und H264 sind quasi die Standards, die man braucht. MPEG-2 für DVDs. Ich meine, letztendlich braucht der Rechner gar nichts, weil der hat eine so Power-CPU. Der kann, wie gesagt, DVDs kann er über Software wiedergeben und Blu-rays. Und für Blu-rays bräuchte man H264. Das kann er auch Software dekodiert machen. Also, ne? 4K Blu-rays wird es schon wieder schwierig, aber ich glaube, der Hardware-Encoder, Hardware-Decoder kann auch kein 4K. Das heißt, auch hardware-seitig könnte man das nicht. Können wir dann mal probieren? Wir können dann den MPV installieren. Da können wir direkt auf die Hardware-Beschleunigung zugreifen. Aber wie gesagt, das machen wir alles erstmal nächste Folge. Jetzt erstmal sollte es mit der Folge gewesen sein. Wir fahren den mal schon runter und dann ja, sehen wir uns nächste Folge wieder. Wenn wir dir mal ein paar Programme installieren, das Ding mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Vor allem mal gucken, was überhaupt so alles drauf installiert ist. Ne? Weil, wie gesagt, es ist eine neue Ubuntu-Version. Und da ist natürlich die Frage, vielleicht haben sie sich ja dazu entschlossen, LibreOffice runterzuschmeißen. Weil, wie gesagt, normalerweise war LibreOffice vorinstalliert, soweit ich weiß. Aber neue Version, neues Glück. Von daher, ja. Bis zur nächsten Folge.